So, hey Leute, heute wieder eine Meta-Deck-Challenge praktisch. Wir kopieren Decks aus dem Top 200, sagen es immer eine Nummer, ich spiele wieder gegen Fertigmacher und wir stehen gerade beide 5 zu 1 in der Grand Challenge, also wird umso spannender werden. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach los. 20. 28. Wieder Packer, okay. Wieder Packer, Royal Ghost. 5-1 steht's. 160 Zuschauer, obwohl Tag streamt, alles klar. Ja, man hört ihn nicht, klar, das ist auch neben mir. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, der hat keinen Clan, okay, das ist immer so eine Sache. Ich habe vergessen, dass es um 5 Euro geht. Ah, Mist, stimmt. Dann nehmen wir es halt nochmal auf, wenn nicht. Lol, das ist geil. Ja, ich habe eh so den Einstieg verkackt. Lol, der ist nicht ernsthaft durch, oder? Ja, der ist durch, der Typ, geil. Ah, gut, der bringt eine Cannon-Card. Ja. Nein, ah, gut, der Packer ist ja. Das war jetzt unlucky natürlich, ne? Es sieht gut aus. Und das ist irgendwie ziemlich lächerlich eigentlich, weil ich nichts falsch gemacht habe bisher. Okay, der Tornado war jetzt nicht so. Nee, da war auch klar. Boah, ist aber ein Winnie-Golem, bitte. Scheiße. Ich glaube, glaub ich. Ja. Jawoll. Boah, die ist am Turm. Die ist am Turm, lächerlich. Alles klar. Sorry, aber das die am Turm war echt, gerade echt total lächerlich. Und vor allem, es gibt's ja nicht. Was, ich kann nichts gegen die Kanonenkarre machen, die nimmt mich ja völlig auseinander, das gibt's ja gar nicht. Ja, du kannst ja theoretisch Poison Zap reicht, glaube ich nicht. Ja. Echt? Glaube schon, ja. Krass. Ich glaube, Feuerwehr Zap reicht, dann reicht Poison. Na klar, das ist dann logisch. Ich darf jetzt eigentlich nicht mehr reinpushen dieses Mal. Das ist keine 100%ige Garantie, aber ich will. Ich glaube, ich verliere das eher, muss ich ganz ehrlich sein. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da reingehen will, gescheit. Das ist so. Ich weiß irgendwie nicht, was. Das ist so mies, weil du einen Poison hast. Ja, genau, das ist halt das Miese. Ich muss den halt setzen, oder ich hätte reingehen sollen, ich weiß nicht. Ich bin selbst daneben gehauen. Oh mein Gott. Scheiße, wenn ich nicht daneben gehauen hätte, hätte ich sogar ganz gut ausgesehen noch. Weil so gut war das jetzt nicht gespielt von ihm. Scheiße, aber Ghost war auch hart Mist. Dass ich mit mehr Sachen reingehen soll, der läuft wahrscheinlich jetzt noch, oder? Ja. Nein, es ist gut für mich. Das ist gut für mich, das ist gut. Okay, es geht klar jetzt sogar, es geht noch klar. Ja, können. Eigentlich hätte das defen müssen sogar. Das war ein Fehler von ihm. Er hat halt auch ein Baby drin, denke ich mal, oder? Hat er bisher noch nicht gespielt. Zwei Karten haben wir noch nicht gespielt, er hat noch mit Poison. Och nee. Ja, klar. Ja, ich denke, vielleicht noch ein kleiner Runde. Nice, der Poison war richtig gut. Oh mein Gott, der Tornado. Ja, trotzdem. Geht klar, geht klar. Ja. Gute Defense. Ja. Schöner Dark Kuppen. Ramok rein. Ja, sollte er treffen können. Ja, das ist ja gut gedeft auch. Der Dark Junge, wie er den Dark Kuppen angreift. Ja, das ging aber klar, das ging klar. Ja, die ist down, das ist richtig. Aber die Kanonenkarre steht halt jetzt noch eine halbe Stunde dann. Naja, ich glaube, es ist der Ghost, da ist sonst nicht relativ. Ich weiß nicht, ob das gerade so gut ist. Jetzt kann ich eigentlich direkt einen Packer da drauf hauen, ne? Ich glaube, es geht klar sogar. Oh, Leute, wieder alles, einfach alles trifft. Ausscheißen außerdem. Oh, nice, das war eine schlechte. Oder? Es geht klar, es geht klar, es geht klar. Ah, Naido. Konzentrieren. Oh, es wird ein knappes Match. Ich weiß nicht, eigentlich müsste ich jetzt sogar. Ich weiß nicht, wer das bessere Matchup sogar hat. Lol. Double Packer jetzt, ne? Ist auch Druck. Nice, yes. Unlucky. Ach, der allerdings kommt zurück. Fuck. Der kommt zurück einfach. Weiß nicht. Nee, guck mal dich. Das ist keine Kanonenkarre, ey. Das war mies.
hieß. Oh mein Gott, jetzt habe ich gleich verloren. Oh ja, das war nice. Das war richtig nice. Oh mein Gott, das haut mich immer richtig gerade rein. Puh, war das wichtig gerade. Ja, auf jeden Fall. Ist mir ziemlich egal. Ich fahre selbst drauf. Nee, kein Poison, auf jeden Fall nicht. Ich bin unentschieden, glaube ich sogar. Stimmt. Ich glaube, es sind beide nicht zufrieden sogar. Naja, da die Kanonkarre jetzt so viel aus. Ja, das ist doch wichtig. Ja, ist so. Mal hier defensiv. Ja, okay. Weil die Kanone steht auch noch da. Ne? Oh, lol. Ist egal, ist egal. Ist ein Unentschieden. Das hätte ich gewinnen können, aber es war halt schon. Es hat irgendwie so stark in der Defensive, ich weiß es nicht. Die Kanonenkarre war so brutal. Gut, dann lass mich hier vorbei. Oh, sind wir. Alter, Workout ist, glaube ich, regel defensiv. Ja. Nice. Puh, ich bin eigentlich zufrieden, muss ich sagen, weil ich hatte schon irgendwie gedacht, dass ich verlieren würde. Oh, das ist so ein Asiate und er spielt. Nein, das ist ein Troll-Deck, ich brauche noch ein neues. Das ist kein Troll-Deck, aber es ist halt. Weil es ist halt nicht sein Deck, was er mit Ladder spielt, wie du willst. Also wäre halt Royal Hawks mit Feuerball gewesen, aber die Royal Hawks waren halt Level 9, ne? Deswegen, weiß halt nicht. Wer gegangen an sich? Der spielt jetzt Pekka. Pekka meiner. Ja, mal schauen. So. Okay, das kann ich eigentlich. Also das ist echt eigentlich kein Problem. Normalerweise gewinne ich das auch mit dem. Was war's? Ich hab Pekka meiner. Das ist echt in Ordnung. Das war's gerade am Ende. Oh, und ich spiel gegen Giant, geil. Wahrscheinlich, ja. Wenn jetzt und so. Ja, ist halt die Frage, ob er jetzt natürlich vielleicht 3M spielt sogar. Ne, okay, geil, habe ich gewonnen. Normalerweise habe ich jetzt eigentlich schon gewonnen. Das ist echt so ein miserables Matchup für ihn. Er kann eigentlich fast gar nichts machen. Das ist echt stark gewesen. Oh, der Mann wird nicht angegriffen vom Turm. Egal. Ja, je, oh je. Scheiße, das war ich auch gerade heftig. Scheiße. Der Nade war nicht gut. Es geht noch klar. Es geht noch klar, weil. Ach, die hat den einfach nicht gecharged, ist ey. Okay, irgendwie bin ich jetzt doch nicht so begeistert. Okay. Ich glaube, das war nicht so gut. Nee, ich glaube auch nicht, aber trotzdem, die erste Aktion war es echt nicht. Oder war halt auch gefailt von mir, ne? Der Magier war halt auch saukrass. Ich finde Nade war richtig schlecht. Ja, genau, ich bin aggressiv und muss darauf reagieren. Ich hoffe jetzt nicht, hat er irgendwas? Das ist halt nicht so geil, ne? War, glaube ich, so in Ordnung. Dafür kriege ich jetzt hier einen Full Life Packer auf die Lane. Full Life. Geht aber klar. Oder wieder gestorben. Nice. Double Lane Pusher. Let's go, jetzt kann es gut werden. Er macht vor allem nichts. Er gibt auf. Geht's gut. Das ist ordentlich Damage auf beiden Seiten. Minions rein. Ja. Das war zu offensiv von ihm. Jetzt reingehen über die andere Lane. Jetzt bei Dieter auf die andere Seite noch, dass wir doch da mehr Druck reinbringen. Das war durch, aber eher durch Luck richtig gut, finde ich. Guck mal, der Magier war eigentlich ganz gut. Guck dir mal den Magier an, lol. Oh fuck, der Poison war eigentlich auch. Guck dir den Poison an. Jetzt kann ich den Turm zappen, wie geil. Oh, jetzt muss ich mal aufpassen, weil der läuft gerade irgendwie weg, siehst du es? Was macht der Typ denn? Was ist denn los, ey? Der Kites waren ganz geil eigentlich. Das ist eigentlich jetzt durch. Okay, gut. Ja, starke nice. Zum ja, der war stark. Damit sind wir gleich, oder? Ja. Damit sind wir absolut gleich. Beide. 12. Beide 6-2. Ich glaube, der hat aber wahrscheinlich nicht sicher. Die hat sich auch was geändert. 22, ne? Genau. Ja, oder nicht? Ich habe hier keine hohen. Ist schon mal aufgefallen, dass wir keine Nummern über 100 heute sagen? Ja, weil wir zu faul sind zu scoren. Boah, es ist einfach fiese. Das
Level 4 und ich spiele trotzdem viel drauf. Ja. Achso, sorry, andere Kanonen. Andere Decks kann ich leider nicht ausprobieren. Jetzt im Stream heute. So. Beide 6-2, los geht's. Wenn es einer verliert, wäre er schon draußen. Achso, an der Stelle, es geht um 5 Euro, wie gesagt. 5 Euro. Ja, so. Ich glaube, der hat was 1 für Barclay. Oh ja, es gibt auch viele Fakes von denen. Ja, aber es sind immer letzte Liga. Ja. Der liegt gefällt aus. Was hast du für ein Deck? Das ist Giant Sparky. Okay, mal schauen. Interessant, das ist schon mal nicht schlecht für ihn, glaube ich. Hast du was? Okay, sollte klar gehen für ihn. Das ist eigentlich ein guter Start für dich. Ja. Außer die Seppis machen es doch mehr Damage, als ich denke. Oh. Okay, das ist ein mieser Start, oh mein Gott. Okay. Okay. Das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, eine Art Purge Spam, denke ich auch. Auch schon mal guten Schaden gemacht. Das ist echt stark. Selbst er gemacht hat. Selbst er nicht, ist auch geschickt. Der ist gut. Der ist richtig gut. Also zumindest was er bisher macht, ist eigentlich. Kleinen, ja. Okay. Royal Hawks, oh, das tut weh. Was sind Feuerball? Oh, das ist gar nichts. Gehabt im Cycle. Achso, okay, na gut. Zap dann nicht, hoffentlich. Ne, das ist auf jeden Fall geschickt von ihm. Oh, das Matchup ist aber auch richtig mies. Ich glaube, er rechnet aber bisher mit Shine 3M auf jeden Fall. Er wird nur nicht mit dem Sparky rechnen. Sieht nämlich für mich bisher noch Shine 3M aus, total. Oh, das ist halt echt sau schwer. Das kann es halt ganz gut werden. Der bringt jetzt nicht so viel, der Magic Archer. Kannst halt nichts machen, ne? Ja, das ist echt. Das ist echt mies. Mein Kommentar von Trimax ein Herz bekommen. Tag ist gerettet. Alter, das ist halt echt mies. Ich hätte Fokus. Ja. Schade. Ach so, hättest du sagen müssen, ja. Das ist ein bisschen blöde gelaufen. Weil an sich denke ich jetzt auch nicht, dass jetzt Shrine Sparky Top Ladder spielt. Das ist halt echt lächerlich. Was willst du da machen, ne? Muss eigentlich ein Zap hinkommen? Ja. Ich hab keinen fucking Riesen. Kein fucking Riesen. Feuerball. Ja, das ist lächerlich. Ja, schade. Dann. Ja, wenn ich jetzt aber nicht gewinne, dann ist es unentschieden. Der ist so geil manchmal. Nicht wenn man gegen bekommt. Gegen sich bekommt eigentlich. Ja, ich brauche nochmal. So, ich muss jetzt gewinnen, es geht um 5 Euro. Wenn ich nicht gewinne, dann ist es unentschieden. Dann, keine Ahnung. Oh mein Gott, ich hab Giant Triple Spell mit Feuerball. Das muss ich eigentlich gewinnen. Das ist mein Main Deck. Los geht's. Sexy. Puh. Das ist ein bisschen krisselig. Ich wollte eigentlich gerade einen Laden. Kannst du vielleicht ein Ladenstück hoch machen? Hoch. Danke. Was war der erste Original-Fan? Will ich nicht sagen, dass ich nicht gut aus dem Matchup ist, hart scheiße. Der Feuerball war des Todes. Ich spiele Lavaloon. Oh fuck, er Sepp noch. Ja, Sepp noch, aber trotzdem, er spielt Lavaloon. Oh mein Gott, er spielt richtig schlecht bisher. Was macht der? Richtig gut. Was für ein Gegner bekommst du gleich? Ich muss konzentrieren. Der erste Gegner hatte Tornado Pekka Xbo gespielt mit Holz und ich habe Lockbait spielen müssen. Jawohl, komm. Geh ran. Ja, das ist wahrscheinlich. Ah nein, es ist nicht gut, Game. Er spielt Dings. Er spielt noch immer. Er spielt Lavaloon. Das ist echt ein. Ich denke auch, dass ich eher gewinne, aber es ist echt. Es ist kein gutes Matchup, ne? Geil, das ist richtig gut für mich. Ich supporte den jetzt nicht. Was mache ich? Wie hole ich den Turm? Er kann aber nichts groß machen, wenn ich wieder mit Mini Pekka Riese reingehe. Wenn ich Duschgeld Druck mache, kann er aus dem keinen Lava bringen. Ach, das ist gut.
Scheiße, das ist mies. Okay, konzentrieren, was mache ich jetzt am besten? Es ist echt nicht so einfach, wie du denkst. Das Matchup ist richtig schwierig. Ja, ich kenne das Matchup. Gut, ich muss jetzt den Turm holen, also bringe ich am besten einfach mal einen Miner rein. Ich muss wohl davon ausgehen, dass er auch den Turm kriegt. Das reicht halt nicht, ne? Kritisch. Na, ist das zwar schlecht von ihm. Ich muss den Hauptturm aufpassen. Okay, jetzt konzentrieren. Das ist nicht schlecht, was er da gerade macht eigentlich. Ich bin schon zu gut aus. Ja, deswegen. Nice. Gut, dass er schlecht gespielt hat, das hat er safe gewonnen. Ach, gut. Geil. Ja, damit ist durch. Geil, gewonnen. Kannst du die Challenge dann weiterspielen? Kann ich gerade noch machen, wenn es dich nicht stört, Janne. Du kannst auch irgendwas anderes machen, wenn du willst, so lang. Also ich stehe jetzt hier 7-2, habe die Challenge damit gewonnen. Geil.